letztendlich machen wir Musik, weil wir Leute berühren wollen und weil wir sie bewegen wollen. Und weil wir in uns einen Punkt erreichen wollen, wo wir selber so berührt sind auf der Bühne, dass wir die anderen auch damit bewegen können. Anders geht's nämlich nicht. Auch wenn ich in Indonesien mit Frack spiele und für den Präsidenten spiele, versuche ich immer, mir selbst treu zu bleiben und so authentisch wie möglich rüberzukommen. Mich sprechen plötzlich Stücke an und da unterscheide ich eben nicht, ist das jetzt dieses oder das Genre. Und genau das möchte ich auch in meinen Konzerten erreichen. Ich möchte diese Unterteilung aufbrechen. Ich möchte, dass Leute, die in mein Konzert kommen, wissen, es gibt alles. Ich ziehe auf der Bühne gerne Outfits an, die irgendwie meinen Interpretationsansatz unterstreichen. Und das kann wirklich sehr variieren, von extrem schlicht, einfarbig, nur in schwarz, total reduziert, auf total over the top, weil genau das ist das, was mich auch an der Musik interessiert.